Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. In der letzten Folge haben wir einen kleinen Trainingskampf gemacht vom Kaioshin der Zeit. Und ja, der Sound war immer noch voll zu leise. Yay! Boah, da kotzt mich so an. Boah. Kein Wunder, warum niemand meine Videos guckt, weil immer die ersten Parts konnten schlecht sind und keiner dann irgendwie weiter guckt. Mann, ich könnte runterspringen, mich töten. So, das nächste Klamottenteil. Okay. Gebt ein Abo, ein Like und ein Kommentar für super geile Videoqualität und so. Ja. Wir machen mal weiter. Wir sollen hier in der Story mal anfangen. Auf Zeitpatrouille gehen. Ja, machen wir das. Das wird dein erste Zeitpatrouille. Folge dem Beispiel deiner Kollegen, die ja draußen unterwegs sind. Ich dachte, ich wurde auserwählt. Heißt das nicht, ich bin irgendwie besser als die oder so? Und soll denn das? Gut. Ja, warum ist halt immer so in den ersten Parts? Warum ist immer alles? Warum funktioniert eigentlich alles? Einfach gar nichts. So. Oh, euch kennen wir doch. Charaktere aus Dragon Ball Z. Kommt auch in dem Spiel vor. Oh nein, das soll so nicht sein. Nein, oh. Was geht ab? Ich bin der Badass Hero, der euch jetzt alle retten wird. Ist Piccolo nicht irgendwie jetzt tot? Bin da überhaupt was? Macht Platz für den Zeitsoldaten. Sie gerade jetzt. Aber TP aufgelevelt, also kannst du mir nichts haben. Okay, braucht ja kein KI, ne? Ach, ich kann mich ja nicht aufladen. Das ist eine Fähigkeit. Das werde ich schon schaffen. Oh nein, nicht so ein Drecksangriff. Nein. Ich fast genau gleich, was dem ersten Tag passiert ist. Ja, ja, werden wir schon gleich erledigt, Piccolo, also das wird Zeit. Ja. Geschafft. Und da habe ich den Aufprall gehört. Das war Z, natürlich war das Z, hallo. Oh, ich habe 3 Punkte bekommen, was? Hat schon 4 Punkte. Die Haare von Raditz durch von Goku durchgehen. Nein, nicht durch die Frisur. Wundert er sich, wer ich bin, und dreht sich um und sieht niemanden. Was? So genau wie im ersten Teil. Ich stehe eigentlich hier drüben, also.
Ordnung wurde hergestellt. Jetzt kann ich wieder zu meinem Planeten zurückkehren. Ah, oh, nein. Was machen die einfach so da? Gucken die sich einfach hier geschillt den Kampf an, ohne irgendwas zu machen. Die sind doch locker stärker jetzt als alle, die da gerade gekämpft haben. Wie bitte? Ja, ich habe nur auf den raufgehauen, aber okay. Er hat bestimmt keine Verwirrung in der Geschichte hinterlassen. Ja, ich weiß. もっともっと修行して強くならねば歴史の修正はままならんぞ。真っ赤な宇宙で一番偉い神様である海王神が直々に教育係をやってやったるんじゃ。わしの言うことを素直に聞いていればおいおい実力をついてきて。はいはい話が長いわよおじいちゃん。 ヘッティーゼマのフォルプッツィ。あのな、時の海王神、千歳ちょっとしか離れとらんのにおじいちゃん上ねえじゃろ。何言ってるのよ。誰がどこからどう見てもおじいちゃんじゃない。こんなにプリティーな私と一緒にするなんてどうかしてるわよ。 Er ist ja mit so einer komischen Hexe irgendwie fusioniert, also. あとはこの世界について、ちゃんと教えておかんとの。そうね。あなたのおじいちゃんの長話に付き合わされて、退屈。私が案内してあげるわ。こっちよ。ついて。また勝手に話を進めよって。 Ich so wie ich da kann. Ich gehe einfach da. Ich gehe. Und du folgst mir. Was? Okay. Warum ist der Sound diesmal vernünftig? Da dreht mich irgendwie immer so auf, ne? Hey. Nur auf diesem Kanal. Hinterlasst deswegen einen Daumen nach oben und ein Abo. Oh Gott. Ich bin nur 3 Jahre hier auf dieser Plattform, also ja. Aber mal schauen. Und der Ladebildschirm, warum ist das lange? Noch weil wir wieder ein Schlag mich tot zitiert sind. Es gab Charles Canton City noch Toki Toki Stadt hieß. Ah, die Stadt wurde von einem bösen Mann bedroht, der die Zeit verzerrte. Doch ein Held rettete die Stadt. Nein, nicht nur die Stadt, sondern das ganze Universum und alles darin. Und du siehst ihn verblüffend ähnlich. Die Geschichte, die du repariert hast, wurde einst von diesem Helden gerettet. Sieh genau hin, dies ist unser Held. In einem Canton City Heldenhaus. Spiele die Daten aus Wagenbox. Hier, was war da? Wir können als allerdings nicht übertragen werden. Eigentlich gar keiner von denen. Ich will aber nicht so einen nähen. Hier sind doch alle. Hey, der ja, genau, das ist doch der Standardtype, von denen sich jeder gefragt hat, wer das ist. Genau, das ist doch der ursprünglich. Wenn du Speicherdaten löscht, wenn du einen neuen Helden auswählen willst, unabhängig davon, ob deine Speicherdaten oder im Online-Speicher kannst du sie löschen, indem du sehr ausgehen hat zum Canton City. Möchtest du wirklich fortfahren? Ja, meinetwegen. Bin ich natürlich ein bisschen doof.
da man dann direkt alles löschen muss. Aber okay. Ja, aber der wird nicht oft betont. Weil ich war der Held, der früher alles gerettet hat. Also kacke, ich habe auf der PS3 gespielt. Wie soll ich denn an die Speicherdaten kommen? Ich durch das nicht machen. Muss auch gucken, wie das geht, dann mache ich das auch wahrscheinlich. Es ist nicht schön, so einen Helden so zu sehen. Schau nicht weiter an, du wirst eines Tages so stark wie dieser Held. Ich bin schon gespannt, was du alles erreichen kannst. Das musst du aber natürlich weiter trainieren. Schon mal bei Akademie vorbei oder erledige Parallelquests. Parallelquests zu übernehmen gehört zu den Pflichten deines jeden Zeitsoldaten. Sprich mit dem Roboter am Fang, um mehr zu erfahren. Das wird sicher einige gute Ratschläge geben. Das hoffe ich zumindest. Empfangsbereich befindet sich unter den großen Drachen am Eingang des Zeitnests. Schau ihn dir mal an. Es gibt außerdem noch die Soldatenakademie. Das ist eine Schule für junge Zeitsoldaten. Der Altmann ist auch auf dem Weg dorthin. Von ihnen kannst du eine Menge lernen. Die Akademie liegt in dieser Richtung, auf der anderen Seite der Stadt. Also, es ist ein größeres Gebäude, du kannst es nicht verpassen. Du hast alles gemerkt, ich weiß, das ist einiges, aber ich glaube an dich. Viel Glück. Oh, stimmt, du bist noch nicht bereit fürs Fliegen, aber du kannst stattdessen das hier benutzen. Wir sehen uns. Fahrzeugsteuerung. Okay. Wupp. Ha. Wie bin ich damit nicht schneller als mit. Jetzt bin ich schneller. Ha. Okay, Parallelquest, zeig mal. Hat. Oh Gott. Au. Oh. Na, Shidori? Nee. Er fliegt einfach. Wo sind die Parallelquests? Ich will Zeugs machen. Ich will noch irgendwas in diesem Part hier machen. Oh Gott. Oh Gott. Dann steig ich ab. Voll verfügbar, also ein Quest, die ich erledigen muss. Ende. Sehen wir Zeitsoldat. Okay, machen wir das. Ich werde schon Charaktere aussuchen. Yay. Wen haben wir denn schon alles? Wie viele Varianten von Son Goku? So. Wir haben Jacko, okay. Wir haben Trunks aus Dragon Ball Super. Okay. Verstehen wir noch nicht, warum der blaue Haare hat. Ich hatte eigentlich noch einen bestimmten Charakter haben, aber anscheinend nicht. So, wir nehmen ihn. Wir nehmen ihn. Wir nehmen ihn. Die haben wir ja auch noch auf, genau. Das ist schon so lange her. Ich habe mal gucken, ob ich das mit dem Charakter als Helden machen irgendwie hinbekomme. Okay. Vergessen nicht aufzulegen. Mache ich das mit dem Links, ne? Ich habe gelesen, gesehen. Hm? Oh, noch irgendwo was. Aha! Den wir auch wie sie einsetzen, ja. War ja eine Bitch zu erledigen in dem Spiel. Okay, da muss ich durchfliegen. Ja, das weiß ich. Wir haben viele Animationen aus dem ersten Teil übernommen, weil es schlimm ist. Es ist halt die gleiche Serie, ne? Irgendwie Sinn.
Allein kriegen. Hätte ich am Schuh sein müssen, ne? Ist Makro. Alter, hat er dich. Oh, stehe er wieder auf. Ich mache Shinra Tensei, also. Erwache! Was Böses. Ja, da kenne ich alles. Da sind die Gegners. Und wir haben immer noch voll friedliche Musik. Mein Gott. Ja, kannst du es wagen? Das ist ja Erlass. Ja, ja. Muss mal gucken, wie er noch mal ging. Was ist das für TP? Das ist nur zweimal oder so Punkte da reingeballert. Und sterb. Was hat jetzt da, oder? Oder? Wir gehen direkt dahin. Machen wir den auch platt. Keine Pflanzmänner hier kommen, ha? So, komm nach. Was hat der beschissen angefangen? Wie soll ich mit sowas irgendwas treffen? Habe ich schon im ersten Tag angekotzt. Was machst du da? Ja, hätte ich auch gesagt. An einer Stelle. Oh. Oh, noch mehr Gegner. Ja, ich mach mal alle Gegner platt, da bringt bestimmt irgendwas. Ja, das ist gerade jetzt, glaube ich, ne? Auch nicht. Da ist was. Wer seid ihr? Nimmst du das an? Ja. Was? Dachte, gib mir was. Mach die platt. Böse, glaube ich. Erik, komm her. Was ist der Name für einen, was auch immer du bist? Was für Dämon? Ja. Hey. Hier geblieben. Ich kann mir kommen. Nein. Hey. Boah. Materialobjekt halten, geil. Und ihr auch. Ihr habt auch jemanden erledigt. Sehr gut. Nochmal Materialobjekt. Boah. Ihr macht die Appelle. Hey. Was ist das? Ha. Haben wir noch irgendwas? Nee, ne. Gut. Ich sag mal, fuck shit. Dun, 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 dun. Dann, denn was? Ich dachte, ich muss da ran jetzt besiegen.
Okay. Alles kann sich ändern. Alles kann passieren in einer Live-Webshow. Was wollte ich denn? Hey, Tenshin an Shippuden, was geht? Ich komme mit den drei Augen-Typen, den Triclops, wollte ich sagen. Das gedeutscht. Auch wenn mit der. Ja, wenn wir die Dorn. Hey, komm, bleibt ihr hier. Hör auf, den wegzukicken. So macht man nicht anders. Gut gemacht, das war voll meiner. Warnung kommen starke Gegner, sie haben schon Tenshin an. Ich meine Tenshin an ist OP, aber wir haben schon. Ja, du kommst als nächstes an. Oh nein, ich hab's nicht. Ja, du bist tot. Okay, okay. Ultimativer Finisher. Geschafft. Okay, dann haben wir alles hier geschafft. Ich habe Level up. Yeah. Sehr gut. Nochmal Attributpunkte. Zur Satan-Abzeichen. Oha. Kann man, und was war das? Habe ich jetzt weggedrückt. ZP-Medaille. Okay. Gut, dann. Ja, weiß nicht. Mal schauen. Bum, 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 bum. Ja, mal gucken, ob ich das mit diesen Helden machen kann. Mache ich so früh wie möglich am besten. Damit ich, weiß ich nicht, nicht so viel löschen muss. Über meinen Spielstand. Und ich muss mal gucken, ob meine Aufnahme diesmal jetzt ein bisschen soundmäßig gut abgelaufen ist. Hallo, schön, dass du wieder warst. Und wie war deine erste Parallel-Quest? Manche Leute kürzen Parallel-Quest mit PQ ab. Da zwar kannst du PQs beliebig annehmen, dennoch ziemlich wichtig. PQs kannst du neue Techniken von den größten Meistern der Geschichte lernen. Das ist ein bisschen persönliches Training. Wenn du deine Stärke verbessern möchtest, solltest du so viel PQs versuchen wie möglich. Okay. Hatte gute Wussten, ja. Ich weiß. Einfach Spitzer für deinen Charakter zu stellen, was? Ja, neue Währung, ich kämpfe, du kannst sie im Objekt klar, kannst du noch mal setzen mal an und zapp. Ja, okay. Halt, weil ich. Gut, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play. Ich wollte jetzt erst Fallout sagen, dann wollte ich Kingdom Hearts sagen. Und dann ist mir eingefallen, ach nee, das hier ist ja Dragon Ball Xenoverse 2. Also ja. Dazu ich will versuchen, dass das hier irgendwie ändert, weil das kotzt mich an. Das soll ich sein, also nur ich, niemand anders. Gut, ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst doch irgendwie ein Feedback und so, das würde mich sehr freuen und den Kanal sehr weiterhelfen. In dem Sinne, tschüss.